Hallo, ich bin Björn. Belgische Wissenschaftler haben eine Software-Schwachstelle entdeckt, wodurch sich die Daten in fast jedem modernen WLAN entschlüsseln lassen. Wir schauen uns diesen Angriff namens Crack mal genauer an und schauen, wie du dich dagegen schützen kannst. So, wie funktioniert so ein Angriff? Ein Angreifer müsste sich erstmal in der Nähe deines WLANs aufhalten und versuchen, die Datenpakete, die verschlüsselten Datenpakete mitzuschneiden. Und das geht über eine sogenannte Man-in-the-Middle-Attack, also ein Mittelsmann-Angriff. Das heißt, der Angreifer legt ein neues WLAN mit dem gleichen Namen, aber auf einem anderen Kanal an. Und dann schickt er an dein Handy oder an deinen Rechner spezielle WLAN-Datenpakete, die das Gerät dazu auffordern, mal den Kanal zu wechseln. Und dann verbinden sie sich mit dem WLAN des Angreifers. Dadurch sind die Pakete noch nicht entschlüsselt, aber der Angreifer ist jetzt in der Lage, diesen ganzen Datenverkehr mitzuschneiden. Und jetzt kommt diese Crack-Attack, also diese Key-Reinstallation-Attack, die Wissenschaftler herausgefunden haben. Die schicken nämlich einfach gewisse Datenpakete mehrfach und das führt dazu, dass die Verschlüsselung immer wieder zurückgesetzt wird. Die wird zwar nicht aufgehoben, aber die wird zurückgesetzt. Und dadurch lassen sich solche Pakete nun mal einfacher entschlüsseln. Wer mit Android oder Linux arbeitet, der hat leider schlechte Karten, denn da lassen sich besonders einfach diese verschlüsselten WLAN-Pakete entschlüsseln. Unter Windows und unter Mac ist das zwar theoretisch auch möglich, allerdings deutlich komplizierter. Es ist aber grundsätzlich möglich. So, wie kannst du dich nun dagegen schützen? Das Ändern von dem WLAN-Passwort bringt leider überhaupt nichts. Genauso wenig wie die Verschlüsselung auf WEP umzustellen, das ist nämlich noch leichter zu knacken, oder gar die Verschlüsselung ganz auszuschalten. Das wäre schlecht. Was du schon machen kannst, wenn du zum Beispiel dich irgendwo anmeldest mit Benutzername und Passwort, dann achte darauf, dass du immer eine verschlüsselte Webseite öffnest, also mit HTTPS oben in der Adresse. Denn dann werden die Daten noch zusätzlich verschlüsselt und das kann dann nicht mehr geknackt werden bei dieser doppelten Verschlüsselung. Wenn du dir ganz unsicher bist, zum Beispiel beim Online-Banking, dann empfiehlt es sich auch, dass du das WLAN deaktivierst und dann übers sicherere Mobilfunknetz gehst. Was du sonst noch machen kannst, Software-Updates einspielen. Achte unbedingt mal drauf, wann die Hersteller ihre Software-Aktualisierung veröffentlichen und dann spiel die schnell wieder ein, denn dann werden diese Sicherheitslücken hoffentlich schnell behoben. Das gilt übrigens für deinen Rechner, dein Telefon, genauso wie für deinen WLAN-Access Point. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Fragen wie immer unten in die Kommentarbox. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!